Hallihallöle. Oh Mann, was war das für eine Einleitung? Nein, moin moin und herzlich willkommen zu Let's Play Anna, die Extended Edition. Mit mir, dem Sebastian. Vielen Dank fürs Einschalten und ja, ich habe jetzt mal so ein bisschen die ganzen Bücher durch... What the fuck? Ich wundere mich gerade. Ja, diese Handabdrücke, die waren letztes Mal aber auch schon... Ich dachte, die haben sich da jetzt hin teleportiert. Das wäre voll strange und so gewesen, aber das Spiel ist generell strange. Naja. Ah, nicht schon, nicht. Ach komm, hör doch auf mit deinem hässlichen Schreikrämpfen, du hässliche Baby. Keine Ahnung. Ach, das müssen wir erstmal abwarten, bis sie sich da wieder ausgekotzt hat. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So, bist jetzt mal fertig. Gut. Also, ich habe mir jetzt so ein bisschen die Bücher durchgelesen und diese ganzen Hinweise da oben und wie es auch schon gesagt wurde oder wie uns auch schon angezeigt wurde als Hinweis im letzten Part gegen Ende, da sollten wir am besten wirklich mal die Masken aufsetzen, die wir gefunden haben und damit ein bisschen durch die Räume gehen. Denn in einem Buch, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich meine davon Masken und Uno Momento, die Welt des Unsichtbaren, genau. Da hat man nämlich gelesen, dass man durch verschiedene Masken nämlich verschiedene Dinge sichtbar machen kann und dementsprechend dann Dinge sieht, die man vorher gar nicht gesehen hätte. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt am besten auch mal. Aber erstmal hoffe ich, dass uns hier nicht irgendwas Schreiendes wieder überrascht oder so. Okay, aber, okay. Kleine Planänderung. Ein Bett aus Holz, ja, okay. Ich gucke erstmal, ob wir vielleicht nicht noch was übersehen haben in dem Raum hier. Oh, was ist denn da? Da war irgendwas... Ich glaube, das war das Bett, was da angezeigt wurde. Okay, ich glaube, soweit haben wir nichts übersehen. Just in diesem Moment sah er etwas und übersah es fast. Ja, ja, ja. So schnell kann es gehen. Okay, jetzt haben wir so einen Krug mitgenommen. Wofür der gut ist, weiß nur der Krug. War der schlecht. Ja. Okay, okay. Gucken wir uns hier nochmal einmal um. Hier ist mit Sicherheit irgendwas... Ach, jetzt ist diese Mama da wieder. Und das schreiende Etwas ist da auch wieder. Ja, schrei dir doch die Seele aus dem Leib, Frau. Kannst du mal aufhören? Sag mal, wieso ist das eigentlich gut, weißt du? Ach, verdammt, das wollte ich gar nicht machen. Vielleicht hilft mir eine der Masken, den Eingang zum Tempel zu finden. Ich sollte die Masken in verschiedenen Räumen aufsetzen. Dann kann ich durch ihre Augen nach etwas Auffälligem Ausschau halten. Oh, ich bin anscheinend gleich tot oder so. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir da... Wenn diese Lebensanzeige da ganz auf Nullpunkt ist. Ich speichere mal lieber, habe ich das Gefühl. Nicht, dass ich nachher neu laden muss. So, speichern, speichern. So, also. Dann lass uns jetzt mal direkt die Masken aufsetzen. Fangen wir mal mit der Maske des Assassinen oder mit dem das Antlitz der Wahrheit. Maske des Assassinen, hört sich cool an. Auf mich selber. Ach, jetzt habe ich die Maske weggetan. Wollte ich doch gar nicht. So. Sehr schön. Jetzt habe ich die Maske des Assassinen auf. Ah, ich bin ein Assassiner. Ach, jetzt ist jetzt... Sag mal, wieso wird mir das die ganze Zeit abgezogen? Guck mal, ich bin auch gleich tot. Ich will aber nicht tot sein. Ah, ich bin ein Assassiner. Ich sehe... Ach, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? What the holy... Mother of fuck. Autsch, mein Kopf. Autsch, mein Kopf. Ich habe das Bewusstsein verloren. Dann muss mich jemand rausgeschleppt haben. Ja, super, was heißt das jetzt? Gehört das jetzt zum Spiel? Ich will diesen ganzen Ort in meinem ganzen Leben nie wieder sehen. Lebe wohl, Anna. Wie auch immer du sein magst. Ja, warte mal. Halt, stopp. Ist das Spiel jetzt vorbei, oder wie?
Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Ey, jetzt mal ohne Mist, sag bloß. Zum Fortfahren klicken. Wie jetzt? Jetzt hat. Was ist denn das für ein Mist? Jetzt muss ich nochmal neu laden oder was? Neues Spiel. Nein, das habe ich auf neues Spiel geklickt. Damn! Das wollte ich ja gar nicht. Sag mal. Weg damit. Mach weg. Ja, dann, wie machen wir das jetzt? Dann, ja, ich überlege gerade. Ich lade nochmal neu und dann gucken wir einfach mal, wie es weitergehen sollte. Oder wie es weitergeht. Dann bis gleich. So, ich habe jetzt extra mal kurz auf Pause gemacht, sodass das Ganze nicht weiterläuft und noch irgendein Schreien kommt oder sonstigen Mist kommt, dass wir wieder dieses hässliche Lebenzeug verlieren da, whatever. Lass uns jetzt wirklich mal directly, stell mich doch nicht, ich hasse diese Frau aus Holz da, die macht mir echt vollkommen kirre. Also, dann lass uns jetzt mal direkt die Maske aufsetzen, bevor wieder irgendwas kommt, wo wir uns erschrecken oder sonst was. Die Maske des Assassinen setzen wir uns erstmal auf. Hier scha... Sorry, ich meine... Ihr seht das aber gerade auch, oder? What the holy fuck? Ach, oh Gott, um Gottes Willen. Nein, nicht brennen. Nicht brennen. Nicht alles brennen. Böse. Aha. Aha, Hand. Wow. Oh mein Gott, noch mehr Feuer. Ah, jetzt brenne ich auch noch. Oh, du heilige Scheiße. Ich brenne. Wieso brenne ich denn jetzt? Hey. Das war nicht Teil des Plans, dass ich jetzt brenne, oder? Was steht denn da? You're not different to me. Also du bist nicht anders als ich. Hm. You're not different to me. Wen meinst du denn, Mama? Wen meinst du denn? Ich will auch nur immer... Alter, das ist ja voll crazy hier, wie das alles hier rumsteht. Guck mal, das ist eine Bettpfanne. Ach, den Krug, genau, den habe ich ganz vergessen aufzunehmen. Voll crazy, jetzt haben wir gebrannt oder was? Ach, weibliche Kleiderpuppe, hör auf, mich zu erschrecken, du hässliche Kleiderpuppe. Guck mal da, ich weiß gar nicht, ob wir das sehen können, aber da sind so Arme, die da so aus der Wand rauskommen. Ach, jetzt verliere ich natürlich wieder Leben, ist logisch. Guck mal, da ist ein Bein. Hammer strange. Lass mal auf den Dachboden gehen. Mit dieser Maske, vielleicht finden wir da irgendwas Interessantes. Und ich merke gerade, ich war natürlich... Ach, hier brennt jetzt... Ah, nee, hier brennt nichts. Ach, hier sind so tolle, so total strange, so Zeichen und so. Hm. Da erkenne ich aber nichts Besonderes, außer so. Jetzt knurrt jemand. Aus! Weg von mir. Weg von mir, du hässlicher Knurr. Sonst knurre ich zurück und das willst du nicht hören. Schatzilein. Hm. Okay, also ich glaube hier, also mit... What the fuck, da hinten ist ein Feuer, das voll groß ist. Ah, da muss ich mal direkt nachgucken, was da los ist. Feuer. Jetzt ist es weg. Da ist es aber wieder. Naja, ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, mit dieser Maske sehen wir nicht allzu viel. Dann lass uns mal die andere Maske aufsetzen. Und zwar das Antlitz der Wahrheit. Ich trage bereits eine Maske. Ja, dann machst du doch weg. Bist du dumm? Mach die Maske weg. Ja, you're not different. Ah, you're not different to me. Warum bin ich wie der Schuhmacher? Was habe ich getan, dass ich wie er wurde? Hm, strangey, strange, strange. Ach ja, genau, bevor ich das jetzt vergesse, ich fasse mal eben so kurz das zusammen, was ich in den Büchern gelesen habe. Und, warte mal, vielleicht können wir das ja auch hier machen. Ich glaube, das Tagebuch ist ja vielleicht auch ganz gut. Ne, geh weg. Nein, so. Also, lass uns mal das hier so ein bisschen durchlesen. Also,
glaube, wir lesen mal lieber ab hier unten, denn ich glaube, das lässt so einiges klarer werden. Das habe ich mir auch noch nicht durchgelesen, um ehrlich zu sein. Und ich denke, man muss auch so ein bisschen sich in dieses Spiel reinversetzen. Okay, also Anna ist nicht hier. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich spüre ihre Anwesenheit mit jedem Schritt. Ich höre sie hinter jeder Tür und doch ist sie nicht hier. Sie hat vom ersten Moment an versucht, mich zu vertreiben und ich weiß nicht, warum. Ich habe Nacht um Nacht von diesem Augenblick geträumt. Ich habe mein eigenes Blut geopfert, um sie wiederzusehen. Und nun verschmäht sie mich. Oh mein Gott. Ich habe ein schlagendes Herz aus Holz verbrannt, ne? Daran erinnern wir uns noch. Vielleicht träume ich nur, vielleicht bin ich endgültig wahnsinnig geworden. Wäre es nicht verrückt, jetzt aufzugeben? Ich habe oben gerade Schritte gehört, ich muss einen Weg finden, dorthin zu gelangen. Ja, dann sind wir jetzt halt auf den Dachboden gekommen. Und dann, ich habe gerade einen Brief auf einem Tisch gefunden. Das war dieser komische Brief, dieser Abschiedsbrief. Es scheint, als wäre ich nicht der Erste, der fieberhaft nach dir sucht, Anna. Ich muss das Buch finden, das in dem Brief erwähnt wird und herausfinden, welcher Tempel gemeint ist. Ein Tempel? Hier? Absurd. Ich muss in das Zimmer des Schuhmachers gelangen und das Buch finden. Ich habe einige Dokumente gefunden, die Informationen über die Ehebräuche in einem sehr alten Kult enthalten. Sehr detailliert und reich illustriert. Am interessantesten ist der Name, mit dem Männer die Mutter Göttin anredeten. Anna. Wenn es mir gelingt, aus diesem Haus zu fliehen, habe ich meinen Studenten an der Uni viel beizubringen. Vielleicht ist es nicht länger von Bedeutung. In dem Buch, das ich in dem Zimmer des Schuhmachers gefunden habe, wird ein seltsames Ritual beschrieben. Es scheint, wenn ich Anna wiedersehen will, muss ich ihre Gestalt auf einem Stuhl sitzend nachstellen, mit Kleidern und ihrem Antlitz. Danach muss ich das Blut des Baumes des Lebens in einer Groller sammeln und über ihre Lippen gießen. Der Autor betont die Gefahren, die damit verbunden sind. Okay, das habe ich dann wohl voll strange irgendwie überlesen oder so, weil ich habe mir die Bücher eigentlich durchgelesen. Okay, ja gut, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Also müssen wir, muss ich ihre Gestalt auf einem Stuhl sitzend nachstellen. Mit Kleidern und ihrem Antlitz. Auf einem Stuhl sitzend. Guck mal, wir haben doch mit ihrem Antlitz. Mit ihrem Antlitz, mit ihrem Antlitz. Da ist so ein Maske, das Antlitz der Wahrheit. Vielleicht kann ich das ja irgendwie. Oder die Maske des Assassinen. Ach, die habe ich gerade an, ne? Ja, genau, okay, die habe ich gerade an. Du hast mit Liebe getötet. What the fuck? Schwarzes Gewand. Lass uns mal das Gewand anziehen. Geht natürlich nicht. Scheiße! Wieso kann ich das nicht anziehen? Was strange und so. Beutel mit Samen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade schon gesagt habe. Guck mal, das ist ein Stuhl. Es scheint für Kleidung gemacht worden zu sein. Ach, ja. Schwarzes Gewand. Bam, Junge. Es steht nicht aufrecht. Etwas, das es hochgelagert halten müsste, fehlt. So. Schwieriges Deutsch. Dass es hochgehalten haben müsste. Vielleicht habe ich da ja irgendwas. Ein Schleifstein. Ne, schade. Ein Krug. Ne, auch nicht. Doch, ein Krug. Ne, auch nicht. Eine Kaminschaufel? Ja, unwahrscheinlich. Ja. Sehr unwahrscheinlich. Eine Eisenstange? Ne, auch unwahrscheinlich. Etwas, das es hochgehalten haben müsste. Ja, Werkzeug vielleicht, ist ja auch komisch, ne. Etwas, das... Eine Axt? Wir machen den Stuhl einfach kaputt, Junge. Auch nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Ich glaube, ich wurde jetzt schon zweimal ich mache mal wieder auf Pause, weil ich habe keinen Bock, schon wieder was zu verlieren. Was ich jetzt, glaube ich, schon zweimal gefailt habe zu sagen. Ich habe gar nicht die Zeit gestoppt. Deswegen muss ich jetzt so ein bisschen nach Gefühl diesen Part beenden. Aus dem Grund kann es sein, dass das eventuell ein bisschen zu lang oder ein bisschen zu kurz wird. Ich weiß es nicht. Und jetzt... Da hat mir jemand was ins Ohr geflüstert. Ich drehe mich nicht um. Okay. Mein Gott, ich bleib mir ja voll treu. Okay, wo gehe ich denn jetzt hin? Ich muss irgendwas finden, das... nicht Escape, da wollte ich machen. Also irgendwas, was das Ding hochgehalten... geh aus diesem Menü raus, da. Irgendwas, was das hochgehalten hat. Oder irgendwas, was ein Gewand hochhält. Ach Gott, ey, das ist viel zu schwierig. Auszusprechen. Okay, da müssen wir jetzt finden. Wie finden wir denn das am besten? Guck mal, diese Maske des... Ach, jetzt habe ich sie wieder ausgezogen. Alles klar. Da finden wir ja anscheinend nichts Special. Nichts Spezielles. Machen wir mal das Antlitz der Wahrheit. Ist das jetzt richtig so oder ist jetzt alles hier echt schräg?
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, lass mal einfach weitergehen. Ah, das ist voll schräg. Oder habe ich gerade einen Knick in der Optik? Ich weiß nicht. Ich habe voll den Knick in der Optik. Da passiert ja aber nicht so viel irgendwie. Dass irgendetwas hochgehalten wird. Ein Stuhl. Wie finde ich denn jetzt das, womit man das hoch... Halt... Ach, hör auf. Wow. Ganz ruhig, Freundchen. Nicht lachen. Eine Tür im Boden. Ja, da kommen wir wahrscheinlich... Oder kommen wir da vielleicht nach unten? Kommt man da vielleicht irgendwie nach unten? Ich weiß nicht. Vielleicht mit einem Werkzeug? Ne. Mit einer gekrümmten Klinge? Nö. Mit einer Axt? Nö. Mit einer Eisenstange? Nee. Vielleicht mit meinem zweiten Zimmerschlüssel? Nein, auch nicht. Eine Kinderhaube? Wofür die wohl gut sein wird? Warte, vielleicht hilft mir einer der Masken, den Eingang zum Tempel zu finden. Ich sollte die Masken in verschiedenen Räumen aufsetzen. Dann kann ich durch ihre Augen nach etwas Auffälligem Ausschau halten. Ja, das hatten wir jetzt ja schon mehrmals, den Tipp. Aber ich habe so das Gefühl, als ob... Oh. Ach, ich hab total vergessen, offline zu gehen. So. Sonst wird mich wahrscheinlich gleich wieder irgendjemand anschreiben von wegen, mein Penis ist so dick oder so. Weißt du, Marvin, der macht sowas total gerne. Wenn er weiß, dass ich am Aufnehmen bin, dann schreibt er irgendeinen Scheiß. Und das möchte ich natürlich verhindern. Lass mal in den nächsten Raum gehen. Also wieder zurück. Was? Achso. Guck mal, da ist voll der schöne Sternenhimmel hier. Dann lass uns mal wieder in den, zu den Wohnräumen gehen. Vielleicht finden wir da ja irgendwas mit der Maske der Wahrheit. Voll der schöne Sternenhimmel. Wieso kann ich da nicht einfach nach oben gehen und, weiß ich, mich irgendwo hinlegen und dann so voll so den Sternenhimmel genießen? Hier rein? Nope, kein Eingang. Oder hatten wir hier vielleicht, ich weiß nicht, hatten wir hier drin? Weiß ich gar nicht genau, ob wir hier drin, was trage ich denn jetzt gerade? Wahrheit, ne? Also muss ich jetzt mal hier drin, probiere ich mal. Ich trage bereits eine Maske, dann setze doch ab, du. Es passiert wieder irgendwas. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Wow. Ganz ruhig. Ist doch nichts. Ist doch alles safe hier. Wie setze ich diese Maske denn jetzt ab? Ach, so stimmt, so setze ich sie ab. Okay, dann setzen wir hier drin mal die Maske des Assassinen auf, vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob ich sie hier drin schon aufgesetzt hatte. War aber auch nichts Spezielles, okay. Dann setzen wir die mal wieder ab. Das war die des Assassinen. So, setzen wir die ab. Und das mit der Wahrheit Zeugs da auf. Schwupsidi, wupsidi. Und... spazieren mal so ein bisschen. Nichts Besonderes. Auch nichts Besonderes. Mann, ich weiß doch gar nicht, wo ich hin muss. Warte mal, jetzt habe ich da gerade aber irgendwas ins Notizbuch reingeschrieben. Wow, das ist wieder schön. Es scheint, also wo muss ich hier gestalten? Da ist es. Also, die Decke ist verschwunden. Sie hat sich aufgelöst wie eine Wolke. Kaum hatte ich die Maske aufgesetzt. Nun kann ich den nächtlichen Mondhimmel sehen. Diese Maske ist wirklich verhext. Oder vielleicht bin ich wahnsinnig geworden und verliere den Verstand. Ja toll, was hilft uns das jetzt? Vielleicht muss ich auch einfach nach oben gucken. Ja, bis Part 999 gucken wir jetzt in den Sternenhimmel und zählen die Sterne. 1, 2, 3, 4. Nein, natürlich nicht. Wie finde ich denn jetzt den Eingang des Tempels? Das ist doch voll kackies. Ich bin gerade voll durcheinander. Ahornblätter. Ich will aber nicht Ahornblätter. Guck mal, jetzt ist da irgendwas passiert. Jetzt ist da irgendwas passiert. Ahornblätter. Ich als der Schuhmacher. Ach, das hatten wir ja schon. Ich als der Ahornblätter. Ahornblätter in der blutgetränkten Wiege. Ja und? Ach Mann, ey. Ich dachte, da steht jetzt irgendwas Hilfreiches. Jetzt passiert wieder irgendwas Böses. Nein, jetzt verlieren wir wieder Leben und dann kacken wir wieder ab. Ach, scheiße.
Mist. Mist, Mist, Mist. Jetzt stehen wir wieder. Ich weiß echt nicht, wie es weitergeht. Ich weiß doch nicht, wie es weitergeht. Ich weiß doch nicht, wie es weitergeht. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir werden jetzt wahrscheinlich wieder Leben verlieren und wieder sterben. Hm? Komm. Stirb. Oder auch nicht. Ah, vielleicht ist so eine Maske ja auch irgendwie so ein Schutzschild. Dass man irgendwie kein Leben verliert oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich nichts verloren. Das ist ganz gut, ganz positiv. Ja, ich würde sagen, wir beenden diesen Part jetzt. Ich weiß gar nicht, wie lange wir das jetzt schon gemacht haben. Sorry dafür, dass ich jetzt nicht sonderlich weitergekommen bin. Aber ich glaube, das gehört auch so ein bisschen zum Spiel dazu, dass man einfach so ein bisschen rumläuft, so ein bisschen die Stimmung genießt. Und ja, kurz vor Verzweifeln ist. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Naja. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich werde mir irgendwie jetzt vor dem nächsten Part irgendwas angucken oder so oder durchlesen, wie es weitergeht, weil sonst ist das ja auch kacke jetzt für euch. Ansonsten danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Part, so rum, genau. Bis dahin noch eine wunderschöne Woche. Oh, jetzt störe mich nicht bei meiner Verabschiedung. So. Ciao, ciao, bis denne.